Heute hat Petersburg, der Titelverteidiger aus der russischen Liga, gegen Tambov 4-1 gewonnen, auch wenn das Spiel noch nicht zu Ende ist, aber es sieht wahrscheinlich so aus, als ob es 4-1 gewinnt. Weil, warum sollte sich jetzt noch was ändern? Vielleicht noch ein Tor mehr für Petersburg oder ein Tor mehr für Tambov, aber das Ergebnis bleibt. Petersburg hat klar gewonnen. Tore sind in der 41. die Santos, in der 47. Malcolm, in der 68. Erkin, in der 74. Azmon und der 85. Panichko, der das 4-1 gemacht hat, durch, hat Zenit noch kein Spiel verloren. Ja, die sind auch nicht umsonst Meister geworden letztes Jahr. Und ich glaube mal, dass es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder Meister werden oder halt auf jeden Fall in den ersten Top 4 stehen werden. Auf jeden Fall sind die nächstes Jahr in der Champions League vertreten. Als russisches Verein. Und vielleicht noch ein zweiter, das wäre dann Lokomotive Moskau. Dadurch, dass Lokomotive Moskau noch nicht gespielt hat, hat Petersburg bisher 5 Punkte Vorsprung. Dadurch, dass Lokomotive Moskau bisher auch noch kein Spiel verloren hat und gegen Spartak Moskau muss, gegen den siebten, der schon ein Spiel verloren hat, der noch kein Spiel verloren hat, sorry, der zwei Unentschieden gespielt hat. Ja, die. Die holen auch Zenit. Wenn es so weitergeht, wird Zenit bald mehr haben als Spartak.